Ich kann nicht glauben, dass ihr das gerade getan habt. Ich habe meinen Vertrag erfüllt. Das ist alles. Man kann auch ein Kopfgeldjäger sein, ohne gleich so bösartig wie Taro Blatt zu werden. Ziemlich tiefer Schlag, meinst du nicht? Tut mir leid, ich wollte nicht... Ach, was rede ich da? Vergesst es einfach. Ich habe auf den Frequenzen des Widerstands Gespräche abgehört, während ihr weg wart, um die Sprengsätze zu platzieren. Der Widerstand hat bisher 3 Bomben ausgelöst. Beim ersten Knall sind sie alle weggerannt. Danach haben sie natürlich versucht, sich über die COM-Einheiten zu verständigen. Das Ergebnis könnt ihr euch vorstellen. Das war mal eine erfolgreiche Aktion. Dafür werde ich bezahlt. Nun, es hat sie voll erwischt. Eine Bombe ging direkt bei ihrer Krankenstation hoch. Davon müssen sie sich erstmal erholen. Und jetzt müssen sie Nachforschungen anstellen, um unsere Methode herauszufinden. Wir werden ihnen lange Zeit voraus sein. Wieder okay?
bin nicht nur zur Zierde da.
Die Geschütze sind bereit für die Umprogrammierung. Ein Hoch auf den Imperator! Ich schulde euch noch weit mehr als meinen Dank. Das Ingenieurkorps wird euch für eure Dienste reichlich entschädigen. Jetzt werden diese Rebellen sich wünschen, Teil des glorreichen Imperiums zu sein. Alles klar? Zeige alle autorisierten Ziele. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Reiseroute bestätigt. Es muss Einbildung sein, aber ich könnte schwören, dass ich den Knall noch von hier aus gehört habe. Gute Arbeit, aber es sieht so aus, als wäre der Widerstand noch nicht am Ende. Es ist doch verwunderlich, wie schwer sich das Imperium mit einem dahergelaufenen Haufen von Widerstandskämpfern tut. Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle, aber sie werden frecher. Sie greifen imperiale Stellungen im alten Industriesektor von Balmora an. Wir müssen ihre Frechheit bestrafen. Lieutenant Thorpe am markaranischen Außenposten hat ein paar Ideen, wie man den Widerstand wieder auf seinen Platz verweisen kann. Willkommen zurück. Ich nehme an, alles hat geklappt und die Okara-Druidenfabrik läuft wieder problemlos? Was ist mit Salia? Ich hoffe, diese Hackerin stellt keine Probleme mehr dar. Welche Hackerin, Lieutenant Major? Oh ja, welche Hackerin denn nur? Ha, der Admiral wird bald erkennen, wie wichtig ich für ihn bin. Meister ist so klug. Sei still, mein Kätzchen, oder soll ich dir schon wieder Gehorsam beibringen? Das willst du doch bestimmt nicht. Hier ist die Bezahlung für die Erledigung eures Auftrags. Ausgezeichnete Arbeit. Euer nächster Auftrag hat mit der hiesigen Fauna zu tun. Colonel Sarchius ist verantwortlich dafür, die Bewohner dieses Planeten vor den tödlichen Kolikoiden zu schützen. Ich habe noch nie von Kolikoiden gehört. Kolikoiden sind bösartige, riesige, insektenartige Kreaturen, die alles verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt. Ihr genauer Ursprung auf Balmora ist unbekannt. Nach der Invasion des Imperiums haben die Balmoraner mutierte Kolikoiden in der Wildnis ausgesetzt. Die Kreaturen haben sich erfolgreich vermehrt und stellen jetzt eine Plage für die Bevölkerung dar. In den letzten Monaten sind die Kolikoiden aber fast zahm geworden.
Die Angriffe sind überall merklich zurückgegangen. Jetzt sieht es so aus, als hätte Colonel Sarsius die Lage unter Kontrolle. Aber wir wissen es besser. Ihr wollt diese Kreaturen anstacheln, damit sie wieder wütend werden. Genau. Wir müssen aus den friedlichen Kolikoiden nur wieder angriffslustige Bestien machen. Das letzte Mal haben sie uns angegriffen, als ein Aufklärungsteam zufällig auf eine Kolikoiden-Königin gestoßen ist. Wir haben 5 Trupps gebraucht, um sie zu töten. Esupuda nupajunki, vaguta jiuta vukise. Guptola, dupatwana duana wanki, slimo pod yukata janga. Hab's kapiert. Kiko ubakili, watabunga dunko, putoga wata. Platziert diesen Schallsender nahe des Nesteingangs. Er wird die Kolikoiden verwirren und verärgern. Tötet alle Drohnen und Krieger, die ihr seht. Irgendwann wird sich dann die Königin zeigen. Der Sender wird sie orientierungslos machen und eure Chance auf einen Treffer merklich erhöhen. Seid schnell und vorsichtig. Alles klar? Wenn ihr der Beste sein wollt, müsst ihr wissen, wie. Zeige alle autorisierten Ziele an. Reiseroute bestätigt. Wieder okay? Ich habe gehört, euer Einsatz mit Lieutenant Davril ist gut gelaufen. Hoffentlich seid ihr vielseitig. Im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen mache ich den Erfolg meiner Mission nicht an der Lautstärke der Explosionen fest. Den Geist der Widerstandsbewegung zu brechen, ist wie das Zubereiten einer köstlichen Mahlzeit. Was sind die Zutaten für diese Mission? Der Widerstand wird vom Volk unterstützt. Wir müssen den Geist der Leute brechen, um den Widerstand niederzuschlagen. Lieutenant Davril hat euch zweifellos erzählt, dass sie Cyborg-Söldner von anderen Planeten hergebracht haben. Sie wurden mit einer experimentellen neuen Landetechnologie auf diesen Planeten transportiert. Diese Cyborgs metzeln unsere Soldaten nieder.
Also, was ist zu tun? Ich glaube, wir können sie an diesem Ort überraschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Balmoranern eine klarere Botschaft schicken. Wir bergen die Technologie, mit der die Cyborgs nach Balmora gebracht wurden. Und setzen sie gegen sie ein. Cyborgs töten, Technologie bergen. Was haltet ihr davon? Oh, ihr seid hinterlistig. Bringt mir die Cyborg-Technologie. Dann werden die Balmoraner die Botschaft laut und deutlich zu hören kriegen. Wieder okay? Das heißt, der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol'Argen hat von eurer Zerstörung der Generatoren beim Nibray-Lagerhaus Wind bekommen. Er ist außer sich. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wie er reagiert, wenn wir ihn mit der Ausrüstung seiner eigenen Cyborgs angreifen. Perfekt. Vielleicht beschließt er ja herzukommen und zu kämpfen, damit ich ihn ausschalten kann. Wir werden unser Bestes tun, um ihn zu provozieren. Um den Hauptstützpunkt des Widerstands zu erreichen, müssen wir durch die Gorinth-Wildnis. Aber der Widerstand hat alle imperialen Offensiven mit Guerilla-Angriffen aus diesem wilden und weitgehend unbekannten Gebiet zurückgeschlagen. Ein balmoranischer Deserteur, Kavil Arin, hilft uns dabei, durch die Wildnis zu gelangen und uns einen Weg zum Stützpunkt des Widerstands zu bahnen. Er ist am imperialen Gorinth-Außenposten. Thank you.
Reiseroute bestätigt. Jäger, euer Geschäft ist der Tod. Wie gefällt euch Balmorra bislang? Wertlos, nicht wahr? Aber voller Tod. Im Vergleich mit anderen Kriegsgebieten geht es eigentlich. Dann seid ihr noch nicht lange genug hier. Getarnte Truppen des Widerstands haben die imperialen Außenposten infiltriert, starten Blitzangriffe und hinterlassen keine Spuren. Das Imperium meint, sie sind nicht zu besiegen. Ich sage, sie sind es doch. Was schwebt euch vor? Man sieht sie nicht, bis sie einen töten, so sagt man. Aber ich habe die Technologie gebaut, mit der sie sich verbergen. Ihr Lager ist in der Gorinth-Wildnis, aber sie haben rundherum Minen gelegt, um Fremde fernzuhalten. Passt auf, wo ihr hintretet. Mit diesem Gerät könnt ihr die getarnten Kämpfer entdecken. Aber sie sind schnell. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, schlagt behende und brutal zu. Alles klar?